Also ich hatte der Fiene, Dicky war der Beste da, den wir ausgebildet haben. Der hat jeden getestet. Jeden, der bei uns mitgearbeitet hat, der ins Wasser gegangen ist. Wenn man sagt, wenn Dicky kommt, dann muss er Stärke zeigen. Der tut euch nichts. Aber ihr müsst es zeigen. Also wenn die einmal Angst gezeigt haben, hat er nur gespielt mit dem. Español o inglés? Vale. No, no, como. Español. Ok, ok. O inglés para que haya Maybe English. Are you waiting to get in here right now until yes, the conference? You're waiting. Okay, there's an issue. We have visits from schools and there's a lot of small children. So I must let them pass before the rest of the people. I mean, they have priority. So I cannot let you pass until they pass. And they will be here by 12:30 probably. So I would recommend you to go and visit other parts of the area before coming here. I mean, it's not because I don't want to, it's because I'm told from upstairs, you know, told from my boss. Was fehlt denn jetzt total hier? Raum? Raum, ja. Andere Interaktionsmöglichkeiten als arme Männchen? Wie deutet das Verhalten jetzt dahin? Das Spielverhalten. Spiel? Ja, das Spiel. Das ist jetzt machen sie Burst-Pulse-Sounds. Sounds. Dann stehen die sich so Kopf gegenüber. Das ist aggressives Verhalten, aber das machen sie im Spiel dermaßen. Aber dass sie sexuelle Spiele haben. Und der Männchen, das gehört voll dazu. Ich meine, das sind extrem potente. Ne? Das ist der Säuger mit den größten Testes, also die größten Körpergröße, die größten Spermaproduktion in allen Säugetiere, die man kennt. Das heißt, sie sind extrem, also garantiert nicht monogam, dann gibt es das aber gar nicht. Das sind immer die Tiere, die ganz kleine Testes haben, ja, wie Gorillas oder so, die immer ganz kleine. Und Schimpansen, die ja konkurrieren um die Weibchen, die haben wieder ganz große. Und die größten im ganzen Säugetierbereich sind immer ein Bottlenose-Dolphin, die haben riesige Testes. Das heißt, sie sind extrem Konkurrenz um Weibchen. Und da das so riesen Konkurrenz ist, trainieren die schon, wenn die Jungs sind, miteinander. Das ist, wenn die mal später erfolgreich sein wollen, dann müssen die... Der eine hatte auch eine Verletzung an der linken Flipper, das ist der Rollo, der jetzt hier spielt. Ich weiß nicht genau, was es ist, ob das sieht aus, wie als wenn es behandelt wurde. Die oberste Hausschicht ist ab. Könnte von dem Transport kommen, ne? Könnte von dem Transport kommen, ja. Ich habe einen in Skadovsk. In dem ukrainischen Delfinarium, der hat am rechten Flipper einen großen hellen Fleck, der war so groß wie ein Ball. Ne? Ja. Dann habe ich direkt gefragt, also er gesagt, oh, das kann nur so ein ganz langer Transport kommen. Ne? Nicht alle, die kommen zum Teil aus dem LKW drauf, der aus Nürnberg, der Rocco hier, der ist in eine Transportbox transportiert worden. Das kannst du dir vorstellen, 2500 Kilometer, wie lange der unterwegs war. Ne? Das sind ganz kleine Transportboxen, ne? Sieht aus wie so ein Sarg. Ne? Mit der die werden mit Medikamente behandelt, in der Regel. Im Dorfenlief haben wir ja gemacht, dass zwei Delfine zusammenkommen. Das war so viel entspannter für die, wenn die zusammen sind. Also Dicky, den ersten konnten wir nicht, weil er war alleine. Mhm. Aber als in den nächsten transportiert wurden, haben wir dann die zusammen in eine Box, was vorher noch nie probiert wurde. Und das ist immer noch riesen Stress, aber wesentlich angenehmer für sie, wenn sie nicht alleine sind. Haben die auch Medikamente bekommen? Ja, einen Tranquilizer vorher, wissen sie Das machst du. Du willst ja... Ich meine, Dicky wäre fast gestorben bei dem Transport. Als er aus dem Flugzeug raus, im Kran raus stand, da war, hat er aufgehört und haben die Russen ihm einen Riesenschlag aufs Maul gegeben und dann hat er wieder geatmet, aber der war kurz davor. Riesenschlag, da Transport in ein Flugzeug war. So ist die Welt. War das nicht in Nürnberg, weil wo ihr letztens diesen Bericht im Fernsehen gezeigt habt, die auch permanent diese Betäubungsmittel, Tranquilizer. Willst du das Elend ganz nah anschauen? Ich hab's erst hinter mir.
Ellos son mamíferos y respiran a través de una nariz muy especial llamada espináculo. Ahora vamos a poder escuchar su respiración. They have learned to breathe through their blowholes silently. Thank you.